Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil The Hunter Call of the Wild. Ja, heute wieder Hirschfäden. Ich habe immer noch die Vermutung, dass ich auf dieser Map vielleicht noch mein Dia-Goldhirsch, Goldhirsch sage ich schon, mein Dia-Rothirsch verbirgt, den ich bis jetzt ja noch nicht geschossen habe. Letztes Mal haben wir auf der Map hier eine Dia-Gans geschossen. Ich hoffe, es reißt nicht ab. Und damit, let's go. Ich habe Bock auf Hirschfäden. Ich habe auch noch einige Spots noch nicht auf der Map. Das ist schon wieder, das ist eigentlich richtig schlecht. Aber ich habe halt, früher habe ich die Map halt gehasst. Deshalb habe ich auch nicht gespielt. Weil es war früher wirklich zum Kotzen hier. Mittlerweile wurde die natürlich gefixt. Oh ja. Aber gleich mal ein vierer Witchmann, was da pennt. Eigentlich müsste ich da, glaube ich, gleich drauf schießen. Das ist ein interessanter Winkel, ne? Obwohl, jetzt steht er auf. Gucken wir uns mal an. Irgendwas am Sound der Waffen geändert? Kann auch sein, dass ich habe neue Kopfhörer, beziehungsweise gezwungenermaßen heute neue Kopfhörer drauf, weil meine anderen Kopfhörer nicht mehr so wollen. Nicht so, wie ich das wollte. Ist der nicht getroffen? Hör auf. Oh nein, der ist leider nur Silber, der wäre Gold gewesen, aber ich habe ihn leider nicht in ein lebenswichtiges Organ getroffen. Schade. Ja, was, wo, wo, was, wo? Anruf Rotfuchs. Den habe ich auch in den warum schieße ich den denn überall in den Ass? Der Fuchs kommt nicht raus. Kann sein, dass er sich schon verpisst hat. Das war jetzt schon der dritte oder vierte Warnruf. Hä? LOL! Hässliches Vieh. Jetzt bist du dran. Hör auf! Ich hab... Was ist denn schon wieder los hier? Da war ein Reh. Oh, ich könnte schon wieder ausflippen. Ich hab kein Gefühl mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mein Gefühl verloren. Da liegt ein Fuchs. Und dieser Fuchs ist tot. Bin vielleicht doch getroffen. Vielleicht nur nicht so, wie ich ihn treffen wollte. Ach, Mann. Digga, der wäre Gold gewesen. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ein Stückchen höher. Och nö. Warum hat denn der sein Herz nicht da unten? Ist das ein... Das ist also... Das ist mit Absicht gedodged. Das ist mit Absicht gedodged. Nein! Bin so unvorbereitet. Sich genau gerade eingedreht. Ah, das war sehr schlecht. Gib mir ein bisschen Zeit, ich muss erstmal wieder reinkommen in das Game hier. Oh doch, der liegt da. Oh doch, gut getroffen, lol. Der Schuss, wo ich gedacht habe, der ging komplett in die Hose. Nein, war der erste Schuss heute, der gut war. Der erste Schuss, der gut war. Silbernes Dreier Wildschwein. Aber auch nicht so gut, wie ich dachte. Auch nur Muskel, Magen, Leber. Auch keine Lunge.
Falls ihr euch die Abschlüsse aus den Streams oder den Videos nochmal anschauen wollt, der Link für meinen Discord ist unten in der Videobeschreibung. Und auf meinem Discord gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Da poste ich nur was rein, da kommen alle Abschlüsse von den Streams und den Videos rein. Und im Channel Erlegtes Community, der ist nur für euch. Der ist nur für euch, da dürft ihr gerne eure Screenshots reinposten. Ja, ich freue mich auf eure Abschlüsse. Oh, 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 der sieht auf jeden Fall aus, als wäre es ein 7er oder könnte auch ein 6er sein, ich bin mir nicht sicher. Wir müssen uns hinlegen. Erstmal abwarten. Das ist ein kleiner. Die kommen auch wieder. 7er. Okay. Ja, ich glaube, besser wird's nicht an der Seite hier. Der ist auf jeden Fall Gold, der 7er. 183. Ja, gerade so Gold, lol. Oh, lol. Oh, lol, der ist auch so schnell wieder weg, wie ich ihn gesehen habe. Getroffen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schöner Drive-By, aber schlechter Hirsch. Schlechter Hirsch, schöner Drive-By. Einmal durch alle Äste und den Baum. Schöner Wallhack. Ja, kleiner, zarter Vierer, 117. Jetzt habe ich krass Rückenwind. Jetzt kann sich, darf sich bitte, der Wind darf sich jetzt bitte drehen. Dreh dich bitte, Wind. Ich hab keine Lust, dass du von hinten, dass du mich von hinten bebläst. ich merke gerade, ich krieg gerade einen trockenen Mund. Ich habe gar nichts zu trinken. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich bin wieder richtig, richtig lost und unvorbereitet. Ich habe nichts zu trinken hingestellt. Schöner 2-Stunden-Stream. Und ich sitze auf dem Trocknen. Müsste eigentlich nur von da drüben mir was holen. Aber seht ihr das? Seht ihr, dass mein Arm nicht mal bis zur Hälfte reicht? Wie soll man das machen? Das funktioniert nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also guck doch mal. Ah! Mehr schaffe ich nicht. Weiblicher Rotfuchs ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorite. Aber wenn sich hier nichts anderes zeigt, dann nehmen wir auch den. Natürlich möchte ich da keinen Kopftreffer landen. Aber mehr zeigt sie uns gerade nicht, ne? Komm ich hier noch ein Stück höher? Nee, so hoch komme ich nicht. Aber vielleicht könnten wir, wenn wir perfekt nullen, einen Hals-Nasen-Ohren-Schuss landen. Schwierig. Da lege ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer, dass wir die gut getroffen haben. Aber es war auf jeden Fall ein Experiment. Ich würde sagen, getroffen haben wir schon. Aber ob das gut war... Es war ein Gefühl ein bisschen zu hoch, aber ich habe auf 100 Meter genullt und sie war 130 entfernt. Ja, aber es war kein tödlicher Treffer, keine Organe. Oh, also, okay, 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 okay. Doch genau dahin getroffen, wo ich hingenullt habe. Schade. So, ein Reh geschossen, hoffe ich. Braun, goldenes Reh,
68,08. Schön. Single Lunge zwar nur, ich dachte Herz, aber dafür hatte die Kugel zu wenig Bums. Lohnt sich der Kauf eines Jagdhundes? Pass auf. Ich habe dieses DLC nicht gekauft. Ich habe alle anderen DLCs gekauft, doch dieses nicht. Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich erstens ohne Hund auskomme und zweitens der mich nur behindert. Also viele sagen ja, man findet dann die Blutspur wieder. Ich habe seit weiß ich nicht wie viel Spielstunden noch nie wieder eine Blutspur verloren. Das war am Anfang so, aber mit der Erfahrung habe ich das nicht wieder verloren. Also und für was anderes ist dieser Hund einfach nicht da. Und es kommen Situationen, wo du halt auf irgendwas zielst und dein Hund setzt sich genau davor. Also vor dich und deine Linse und dann denkst du dir auch, ja, geh weg. Nee, brauche ich nicht, brauche keinen Hund. Genau, wenn er wenigstens so einer Tiere bringen würde. Also selbst wenn das DLC, was weiß ich, wie viel kosten die, wenn die im Angebot sind, 1,99 oder sowas, die 2 Euro wären mir der Hund nicht wert. Also bei der richtigen Jagd im Real Life und sowas, es macht natürlich Sinn, dass man da einen Jagdhund mitnimmt. Weil du findest die Schweißspur nicht, also da musst du schon richtig, richtig gute Augen haben und richtig viel Erfahrung und so, dass du da die Blutspur bei seinem Hirsch wiederfindest. Gerade so, wenn es so durch Büsche geht und sowas, alles, keine Ahnung. Aber hier in diesem Spiel, wo alles leuchtet, sieht es ja aus wie, weiß ich nicht, wie in Cyberpunk, wenn hier eine Spur von einem Hirsch vor mir ist. Das ist ja richtig neon leuchtend. Also, weiß ich nicht. Das finde ich auf jeden Fall wieder. Nachts im Dunkeln blind. Finde ich das wieder. Aber vielleicht bin ich auch da, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu eingenommen bei dem Thema. Ich bin, ich spiele das Spiel ja auch ein bisschen anders als. Also, ich call ja zum Beispiel auch nicht, weil ich eher auf die Tiere zugehe und gucken möchte, in welchem Winkel ich mich annähere, auf den Wind achten und sowas alles. Und die tatsächlich dann in einer Ruheposition, wenn die gerade trinken oder schlafen oder fressen oder sowas, zu erschießen. Anstatt die irgendwo auf einem Hochsitz zu platzieren mit meinem dicken Arsch und die ganze Zeit zu callen, bis da irgendwas aus dem Busch kommt. Nee, das ist nicht mein Spielstil. Es sind auch immer ganz, ganz viele Leute, die neu in den Chat reinkommen und sagen, warum callst du nicht? Warum hast du keinen Hund dabei? Warum rennst du die ganze Zeit? Weil Rennen in diesem Spiel einfach wichtig ist. Es ist wichtig, um schnell voranzukommen. Und wenn man trotzdem vorsichtig ist, verschreckt man die Tiere nicht. Im Gegenteil, man provoziert einen Warnruf und weiß, wo die sind. Das heißt, ich call die Tiere nicht, die callen mich. Genau, es ist genau das gleiche mit Geruchsreduzierer. Ich glaube, seit meinen ersten Spielstunden habe ich keinen Geruchsreduzierer mehr benutzt. Also klar, wenn man so extrem Bogen spielt und so und eventuell nicht den Bogen nimmt mit diesem Hightech-Visier, der einen anzeigt, wo der Pfeil hindroppt, sondern nur unterwegs ist mit einem Stück Holz und einer Sehne, dann kann ich es verstehen. Habe ich zwar damals in dieser Phase, wo ich das gemacht habe, auch nicht gemacht. Da habe ich auch keinen Geruchsreduzierer benutzt. Aber da kann ich es verstehen, weil du wirklich nah ran musst. Du musst ja teilweise eigentlich unter 60 Meter an das Tier ran. Und wenn du da einen schlechten Annäherungswinkel hast und so ein bisschen der Wind zur Seite weht oder ein bisschen Rückenwind hast und so, da musst du wirklich schon. Da musst du lange spotten, das Tier, und dann von der richtigen Seite kommen und so. Schon von weit weg und dann dich hinlegen. Und dann irgendwann auf 40, 50 Meter aus dem Gras so dich aufsetzen und leicht schießen. Geht auch ohne Geruchsreduzierer, aber für solche Sachen würde ich den vielleicht benutzen. Alles andere kann natürlich ein bisschen frustrierend sein.
Aber man schult damit auch so ein bisschen sein Gameplay. Man weiß dann, wann muss ich mich hinlegen, wann muss ich leise sein, wann bleib ich einfach mal liegen, wann muss ich auch mal pfeifen. Easy peasy. So. Ja, schöner heizen lassen ohne Treffer, oder? Oder? 106,4. So, ja. Der war ein bisschen hoch. Aber Doppelunge. Schön. 116,9. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge The Hunter Call of the Wild. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hirschfelden ist immer noch aktuell und gut bejagbar. Nicht so wie früher. Ja, leider diesmal wieder kein Dia-Rothirsch. Ich hab's versucht. Wir sind so ein bisschen in die Trinkzeiten der Rothirsche reingegrindet, aber mehr als 7er, glaube ich, da war das höchste, habe ich leider nicht gefunden. Ja, aber ich habe dafür alle Aussichtspunkte in Hirschfelden freigeschaltet. Ich habe die Map jetzt auch endlich komplett, nachdem ich sie jahrelang gebieten habe. Was heißt jahrelang? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.